Hallo, heute geht es hier um Chiasamen. Das sind diese hier, die habe ich in diesem Glas. Die sind sehr, sehr, sehr klein. So kann man sie vielleicht ganz gut sehen. Ja, kleine, bunte, grau, braun, hellgrau, beige, farbene Samen von der Salvia hispanica. Das ist eine Pflanze aus Mexiko, ursprünglich zumindest. Mittlerweile wird es auch in anderen warmen Ländern angebaut. Das sind Samen, die zurzeit sehr intensiv gehandelt werden, weil sie wieder als Superfood gelten, also als Nahrungsmittel, das ganz besonders tolle Eigenschaften hat. Diese Samen enthalten Vitamine, Mineralstoffe, soweit nichts Besonderes, weil die sind in ganz vielen anderen Lebensmitteln auch drin, enthalten aber auch Omega-3-Fettsäuren in recht großen Mengen. Und klingt grundsätzlich erstmal toll, aber pflanzliche Quellen von Omega-3-Fettsäuren enthalten meist nur Alpha-Linolensäure. Das ist eine von drei essentiellen Omega-3-Fettsäuren. Und tatsächlich ist das die einzige wirklich wichtige Omega-3-Fettsäure, die der Mensch essen muss, weil er aus dieser Fettsäure die beiden anderen Fettsäuren herstellen kann, aber nur mit einer Effizienz von 5%. Das heißt, er hat wesentlich mehr davon, wenn er die anderen beiden Fettsäuren, EPA und DHA, direkt verzehrt aus Tierprodukten nämlich. Anders gibt es die leider nicht. Diese Samen enthalten jedenfalls Omega-3-Fettsäuren. Das ist einer der Hauptgründe, warum sie so gut verkauft werden und gut angeboten werden. Sie enthalten auch relativ viel Protein, nämlich rund 20%. Das ist ganz ordentlich für ein pflanzliches Lebensmittel. Und sie haben eine ganz tolle Eigenschaft. Und zwar zeigt die sich erst, wenn man da Wasser zugibt und eine Flüssigkeit. Milch geht auch, aber ich mache es mal mit Wasser. So, habt ihr jetzt nichts verändert? Hier Samen und Wasser. Das dauert jetzt ein bisschen. Die Zeit überspringen wir am besten, weil das sonst langweilig wird. Und so lange kann ich den Arm dann, glaube ich, doch nicht oben halten. Es dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten und dann schauen wir mal weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt sind ungefähr 10 Minuten vergangen. Ich habe das Ganze zwischendurch so zweimal umgerührt, ein bisschen. Jetzt kann man ungefähr sehen, was da passiert ist. Oder auch nicht. Ich mache mal ein bisschen mit dem Löffel. Jetzt ist sowas daraus geworden. Ein Brei, ganz ohne irgendwie das Ganze zu zermatschen oder zu pürieren. Wenn diese Chiasamen nass werden oder mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, dann bilden sie um sich herum eine schleimige Schicht aus Fasern. Habe ich zumindest so gelesen, dass es Fasern sind. Und das Ganze ist sehr gut für die Verdauung angeblich, aber es schmeckt auch toll, weil es eben diese angenehme, ja, schleimige Konsistenz, also ähnlich wie Gelatine. Oder auch für Menschen, die Haferflocken gewohnt sind zu essen oder zumindest aufgequollene Haferflocken und das vermissen, weil sie kein Getreide mehr essen wollen. Für die ist das vielleicht genau das Richtige, weil es eben wirklich diese schön matschige, schlotzige Konsistenz hat, wie man wohl im Rheinland sagt. Und man kann das, wenn man es mit Milch jetzt angerührt hätte, könnte man da ein bisschen Honig zugeben, ein bisschen Kakaopulver und dann hätte man einen ganz tollen Schokoladenpudding. Von der Konsistenz her erinnert es ein ganz bisschen an Kaviar, aber nur wirklich ganz entfernt. Geschmack ist was völlig anderes, aber die Konsistenz ist ähnlich. Das heißt, man hat so dieses leichte Knacken noch dazwischen, aber sehr zart und angenehm eigentlich. Ich kann das nur empfehlen, mal ausprobieren, wenn man da wirklich neugierig ist. Das Ganze ist ein Importprodukt, das wird es auch bleiben, weil es in unseren Breitengraden meines Wissens nach nicht wachsen kann. Das heißt, ökologisch betrachtet, vielleicht nicht ganz so sinnvoll in Deutschland oder in unseren Breitengraden. Zum Ausprobieren aber auf jeden Fall vielleicht mal eine ganz gute Idee, wenn man Müsli geliebt hat, aber auf Getreide verzichten möchte und sich sagt, nur mit Kokosflocken und Nüssen und Rosinen und Trockenobst, da passt mir das Müsli noch nicht so ganz. Ich hätte gerne noch so was Matschiges dazwischen, sowas, was so richtig schön klebt. Da sind die Chiasamen genau das Richtige. Wird auch oft empfohlen für Müsli. Das ist eine tolle Sache. Wie gesagt, der einzige Haken ist für mich der ökologische Faktor. Es ist eben ein Importprodukt. Wenn man es damit nicht übertreibt und es wirklich auf sowas hier beschränkt, dann kann man da vielleicht mit leben. Das muss ja jeder selbst entscheiden. Und das Zeug kostet bis zu 30 Euro das Kilo. Ich habe es auch schon für 20 Euro gesehen. Sicherlich gibt es es auch für 15 Euro. Ich habe nicht so besonders lange gesucht für die kleine Menge, die ich gekauft habe. Also eine Ergänzung ist es auf jeden Fall. Gesund ist es auch, gesundheitlich unbedenklich, meines Wissens nach ja.
Es sind zwar Samen, aber wenn man sich damit nicht jeden Tag vollstopft, ist es wohl völlig unbedenklich. Und wie gesagt, es sind Vitamine drin, Mineralstoffe, soweit ich weiß, keine Antinährstoffe, nichts, was irgendwie die Aufnahme von anderen Mikronährstoffen behindert. Omega-3-Fettsäuren in ALA-Form, das heißt, es bringt nicht unbedingt so viel, weil der Mensch das nur zu 5% umwandeln kann. Und natürlich Protein, und Protein schadet eigentlich nie. Das war's für heute mit den Chiasamen. Sie werden immer noch etwas fester. Also ich glaube, wenn man das 20 Minuten stehen lässt, dann wird es noch ein bisschen fester. Das Verhältnis, das sage ich noch gleich dazu, ist 1 zu 6. Das heißt, ein Teil Chiasamen auf 6 Teile Wasser. Das hier waren 10 Gramm Chiasamen. Entsprechend habe ich 60 Gramm Wasser dazu getan. Natürlich funktioniert das mit Milch genauso. Und ich schaue mal, was ich jetzt noch mache. Vielleicht ein bisschen Butter dazu, Kakao, Honig. Und dann tue ich mich daran gütlich. Ich hoffe, das war interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.